Es ist mal wieder soweit. Ihr habt es im Titel gelesen, ich habe mal wieder verlorene Koffer vom Flughafen gekauft. Nee, nicht vom Flughafen, sondern von einer Kofferauktion. Ja, Mann, die wurden am Flughafen alle verloren. Wer weiß, was sich darin verbirgt, deswegen schaut ihr das Video. Hehe. Willkommen auf Zeltix Plus, Freunde. Das ist der beste Zweitkanal der Welt. Lasst ein Abo da. Hier haben noch viel zu wenig Leute abonniert. Macht die 70k voll. Kommentiert und liked für den Algorithmus, damit der Kanal hier groß wird. Hier kommt immer geiler Content, der es auf den Hauptkanal nicht geschafft hat. Yay! Schnacken wir nicht lange? Doch, wir schnacken doch noch ein bisschen lange. Ich weiß, ihr fragt euch alle, woher ich diese wunderschöne Jacke habe. Und zwar, You The World, Black Friday kommt diese Jacke raus. Dann noch ein paar T-Shirts, ein paar Hosen, ein paar Trackies, also spart und kauft euch das beste Weihnachtsgeschenk. Geil. Okay, wir starten mal direkt. So, ihr fragt euch natürlich bestimmt, wie viel dieser Koffer gekostet hat. Der hat 300 Euro gekostet. Diese ganzen Atzen wollen noch irgendwie so Verpackungskosten, Versandkosten, das ist ja normal, aber noch irgendwelche anderen Gebühren, Umsatzsteuer, sodass man irgendwie am Ende auf 800 Euro rauskommt, was ich absolut nicht verstehen kann. Also es wird auch immer teurer, ne? Als ich angefangen habe mit dieser Serie, haben ja da zu dem Zeitpunkt noch nicht so viele Leute gemacht. Kelly Mrs. Video hat da, glaube ich, das ein oder andere Video gemacht, aber ansonsten glaube ich keiner. Und ich glaube, erst seitdem ich diese Videos gemacht habe, sind diese ganzen Leute irgendwie drauf angesprungen, ne? Jetzt werden diese ganzen Koffer immer teurer. So, was soll ich euch sagen? So, dieser Koffer hätte früher, vor 2 Jahren noch, keine Ahnung, 100 Euro gekostet. Es ist quasi unmöglich geworden, Luxuskoffer zu kaufen von, keine Ahnung, wie heißen die nochmal? Von Remova oder so. Die kosten 2.000, 3.000 Euro oder so. Das ist wirklich, wirklich heftig geworden. Naja, mal gucken, ob wir irgendwas resellen können, ob irgendwas Cooles dabei ist. Bei der letzten Folge, die noch auf dem Hauptkanal kam, waren da nicht so coole Sachen dabei. Das ist sehr, sehr enttäuschend gewesen. Ich habe das Gefühl, es ist rigged. No joke. Das soll jetzt gar kein Höhe hier, ne? Es soll jetzt, doch, das soll ein Vorwurf sein. Das ist zwar ein Gerücht, man kann es nicht beweisen, aber ich habe das Gefühl, diese Koffer sind fucking rigged. Weil da irgendwie immer echt komische Sachen drin sind. Aber wir werden jetzt sehen, wir werden ganz unvoreingenommen reingehen. Ja, ich stack nicht mehr lange. Wir gehen rein. Fundsachen Auktion. So, okay, ich bin bereit. Wisst ihr, was das Problem ist, Leute? Ich habe keine Handschuhe. Tut mir leid, ihr könnt alle in die Kommentare schreiben, Zeltix, du bist so eklig, warum hast du keine Handschuhe an? Keine Sorge, ich wasche danach meine Hände. Okay, also, der Koffer ist sehr geortet, muss ich sagen. Sieht auf den ersten Blick aus wie ein Männerkoffer. Kann aber auch alles andere sein. Was haben wir denn hier? Eine Taschenlampe oder was? The fuck? Oh, sie blinkt! Polizei, bleiben Sie stehen. Lassen Sie ein Like da. Abonnieren. Oha, crazy. So, aber cool. Coole Taschenlampe, die behalte ich auf jeden Fall, ist cool. Und kaputt. Auf jeden Fall von Elfeland. Sieht hochwertig aus, cool. Okay, was haben wir noch? Ein Jutebeutel, wo Prüne draufsteht. Okay, aber bevor wir in diesen Beutel reingucken, noch ein anderer Beutel von Lacoste. Sorry, 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 Leute. Der riecht noch sehr edel. Ey, der hat safe resale, Bro. So eine Lacoste-Tasche. Ist zwar nicht meine Way, aber sieht cool aus. Ey, no joke, die sieht cool aus. Könnte ich sogar ab und zu mal rocken. Aber ich muss auf jeden Fall mal später abchecken, ob die Resale hat. Aber die machen wir jetzt noch nicht auf, sondern wir gucken erstmal, was sich hier drin noch verbirgt. Wir haben eine Cargo. Nee, doch keine Cargo, das ist ein Hemd. Armee. Da steht Peace drauf. Und hinten, oha, was ist das denn? Ein Adler. Einigkeit und Recht und Freiheit für das neue Vaterland. Freedom. Freedom Power. Das ist doch cool, Digga. Nee, sieht echt cool aus. Aber ist von der Marke Kosioko. Schönes Army-Hemd. Stark, stark. Mit was rockt er das dann? Mit dieser Hose oder was? Nee, nicht so cool, oder? Oder ist das eine Frauenhose? Ah, auch Kosioko. Okay. Eine Denim mit Wunden. Also entweder this guy is very slim fit oder ist es eine Frau. Auch Kosioko. Digga, er ist einfach sponsored bei Kosioko. Digga, die Hose, das muss eine Frau sein, oder? Soll jetzt hier kein, ne, irgendwas Shaming sein, aber ich spekuliere gerade. Nee, aber vielleicht ist er auch einfach 1,60 groß oder so. Noch eine Jogger. Akihabara. Okay, das sind alles Marken, die mir nichts sagen. Und das ist ein, oh, ein Trikot. Ein Trikot von Argentina. Messi, 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 Ankara Messi. Schön. Ist das echt? Okay, Adidas ist da drauf. Okay, das könnte auch was wert sein, ne? Fußballtrikots, ne? Gerade im Sommer kommen immer gut. Sieht auch stark aus. Nicht schlecht. Okay, aber hier hinten steht nichts. Also ein ganz blank, einfach blank Trikot. Das könnte Resale haben. Genauso wie diese Lacoste-Tasche. Sieht doch schon mal cool aus. Und jetzt hier YouTube-Beutel reingucken. Prüne. So, okay, okay. Okay, jetzt wird's spicy. Wir haben ein Bikini. Okay, das sind alles Frauensachen, ne? Wow, was ist das denn für ein BH? Ein BH, durchsichtig. Okay, das passende Set dazu. Gepunkt. Wow, wie viel Unterwäsche ist hier drin? Holy sh. Bro, okay, Socken. Also das ist auf jeden Fall sehr viel Reizunterwäsche. Alles Tangas. Ja,
Aber so Tangas sind auch, glaube ich, am gemütlichsten, ne? Habe ich mir sagen lassen. Vielleicht habe ich auch gerade selbst einen an. Wir können ja mal testen hier, ob die Tangas hier... Was ist das? Hm. Okay, auch so... Ja, ich möchte jetzt nicht so weiter durchwühlen, ne? Spaß, natürlich möchte ich das. Ne, aber auch noch so Bikinis und sowas. Alles scheißegal. Hier sind Socken von... Okay, juckt. Ja, Mann. Aber auf jeden Fall crazy. Was ist das für ein Koffer? Das ist ein kleiner Handgepäckkoffer, wo zwei Hosen drin sind, ein Army-Hemd und 20, 30 Sets von Unterwäsche. Das ist doch irgendwie sus. Genau das meine ich doch mit sus, Leute. Also es kann natürlich auch so ein Mixkoffer sein, ne? Wo die Frau sagt so, ey, mein Koffer ist zu voll und so. Mach mal ein paar Sachen bei dir rein, weil der Mann braucht eh nichts anderes, außer eine Hose und eine Unterhose für einen ganzen zweiwöchigen Urlaub. Und, das kann natürlich sein, aber unwahrscheinlicher. Eher unwahrscheinlicher, würde ich sagen. Weil es ist auch eine Frauenhose irgendwie. Argentinien-T-Shirt, das ist alles, passt nicht zusammen. Deswegen würde ich sagen, es ist fucking rigged. Oder nicht? Lacoste-Tasche. Was ist hier drin? Sieht nach Adidas aus. Es ist eine Adidas-Leggings. Sport-Leggings. Okay. Warum aber in dieser Lacoste-Tasche? Ansonsten, die Lacoste-Tasche sieht clean aus. Wirklich clean und echt. Also, ne, die Sachen sind wirklich alles sehr wertvoll. Krass, okay. Das war aber natürlich hier nur die eine Seite. Kommen wir zu der anderen. Jetzt bin ich sehr... Also der Koffer ist auf jeden Fall sehr spannend. So, okay, jetzt kommen die ganzen Oberteile. Stimmt, die haben wir ja vergessen. Aber das sieht nach Frau aus. Sony-Kopfhörer, die sehr, sehr billig scheinen. Das sind auch Kabelkopfhörer, die werden nichts wert sein. Irgendwelche Sony-Dinger, sogar noch mit so Kabel, kein Bluetooth. Ansonsten, schön alles eingerollt, no joke. So wie meine Mama das macht. Ich könnte das nie. Wieder ein Hemd von Kosioko. Er, sie steht auf jeden Fall auf Kosioko. Das ist ein Glitzerhemd. Ah ne, okay, auch so ein Top. Auch Kosioko. Ey, Digga, ich habe diese Marke noch nie gehört, aber anscheinend sehr beliebt bei ihr. Ein Schal. Ah ne, das ist auch ein Oberteil. Die Sachen sind so random, ne? Hier steht auch wieder Peace drauf. Peace, Peace, Peace. Und ganz viele Schlangen. Okay, mein Style ist es auf jeden Fall nicht. Das sind ganz viele Tops einfach, ne? Eine Hose wieder. Gepunktet. Lass mich raten von, ne, Jasmin Cheba. Ah, das, Bro, das ist nicht mal eine Jeans, das ist ein Jeans-Hemd. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Beziehungsweise ist doch scheißegal, Alter. No joke. Wer bin ich denn, dass ich einen Koffer fucking hier irgendwie Trash-Talk oder so? Ich mach das eh nur auf für Content. Scheiß drauf, Mann. Cooler Koffer auf jeden Fall. Ich gebe 5 von 5 Sättigungssternen. Nee, aber ansonsten gar nichts mehr in diesem Koffer drin. Das Einzige, was Resale haben könnte, wie gesagt, diese Tasche. Vielleicht diese Taschenlampe. Man weiß es nicht, aber die behalte ich. Die sieht cool aus. Als kleines Andenken. Und das Argentinien-T-Shirt. Sehr random, der Koffer. Ob er 300 Euro wert ist, weiß ich ja nicht, ne? Machen wir weiter. Oh. So, 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 so. Zack, 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 zack. Und es geht weiter. Mit diesem Koffer, der ziemlich packed erscheint. Okay, diesmal nur eine Seite wahrscheinlich, oder? Zack, zack, zack. Nee, falsches Ding. Man muss sagen, der Koffer ist ziemlich hässlich. Okay, Louis Vuitton, Digga. Krass, krass. Oh, es riecht schon. Es riecht nach Meer, es riecht nach Urlaub und es riecht nach... Feuchttücher. Okay, wahrscheinlich konnte die Person ihren Arsch nicht abwischen mit normalem Klopapier, deswegen nimmt man Feuchttücher mit. Habe ich Erfahrung mit. Noch eine Tasche, die leer aussieht. Ein neues T-Shirt. Moku-Museum. Ja, ich weiß ja nicht, ne? Ich weiß ja nicht. Gucken wir mal an. Es kommen ziemlich oft solche T-Shirts in diesen Koffern vor. War das richtiges Deutsch? Wo oben so ein Ding ist, ne? Also die halt noch so komplett verpackt sind, so richtig Urlaub-Klischee-mäßig. Ich weiß ja nicht, ne, ob das irgendwie so normal ist, ob viele Leute das so machen. Würde ich irgendwas im Urlaub kaufen, ich hätte halt direkt aufgemacht, ne? Aber das T-Shirt, ich weiß nicht, sieht ganz cool aus. Was ist das hier? Okay, yo, von Zara. Ach, das sind Ohrringe. Muss ich direkt dran machen. Nein, Spaß. Ei, sieht gut aus. Und dann auch in weiß. Cool, 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 cool. Oh, hier ist die Sprache. Zagreb. Lol, das ist aus einem Zara aus Zagreb. Crazy. Hier ist noch ein Beutel, da schauen wir später rein. Okay, ein absoluter Damenkoffer, würde ich sagen, ne? Oberteile, was ist das? Tschüss. Ich sag doch Sommerurlaub. Was ist hier drin? Oh, das machen wir auch gleich auf. Muss schon 8 Jahre lang in diesem Koffer sein. Also diese ganzen Koffer riechen by the way alle gleich nach alt. Alten Klamotten einfach. Aber hier ist noch so ein bisschen, hier vor allem, so ein bisschen Parfüm drauf. Okay, wieder ein Oberteil. Wow, okay. Alter, Digga, welche Größe ist das? Also interessiert mich gerade wirklich, welche Größe das ist. 85B? Bro, das sieht aus wie E oder so. Okay, krass, habe ich mich verschätzt. Und hier ist ein, Bro, hier ist ein fucking Dank drin. Warum aber nur ein, noch einer. Was ist da gefälscht? OMG. Hä, sogar so übel nicer Colorway. Ein Dank einfach. Aber ist da... Ich weiß nicht, ob das gefälscht. Ja, es sieht ziemlich gefälscht aus. Wohl? Keine Ahnung. Jungs, ich war mal Sneaker-Reseller, aber nee. Es sieht schon etwas gefälscht aus. Schuhgröße 40. Okay. Ey, die sehen fresh aus. Die könnte ich sogar rocken. Ich habe Schuhgröße 41. Geil, krass. Ich weiß aber gerade nicht, ob die fake sind. Muss mal abchecken. Und ansonsten hier Hose, Schlaghose, Socken, Unterwäsche,
noch mehr Socken. Und hier haben wir, ja, auch wieder Unterwäsche. Ey, krasser Koffer. Auch wieder krasser Koffer. Mal gucken, was in den Taschen drin ist. So, was haben wir denn hier in dieser rosanen Tasche drin? Oh, diese Tasche ist, das hier ist von Calvin Klein. Crazy. Ist Flaconi? Nee, Moco. Be the reason someone smiles today. Sehr geil. Hänge ich mir in den Kühlschrank. Doch nicht. In Art we trust. Moco Museum, wo ist das? Muss ich mal kurz googeln. Amsterdam? Okay. Sah auch ein bisschen nach Amsterdam aus. Actually, Bro. Und es gibt kein anderes. Guck mal. Und das macht das Ganze irgendwie komisch. Obwohl, kann sein, dass die Frau aus Zagreb kommt. Aber warum nimmt sie dann irgendwelche diese Ohrringe mit, ohne sie irgendwie aufgemacht zu haben? Und dann irgendwie ein Souvenir aus Amsterdam. Also, sie hat safe irgendwie Urlaub in Amsterdam gemacht. Aber keine Ahnung, Digga. Deswegen denke ich halt, dass diese ganzen Koffer durchgemixt sind. Weil es macht irgendwie keinen Sinn, oder? Findet ihr nicht auch? Weiter geht es mit dieser Tasche von Tommy Hilfiger. Da ist, glaube ich, nichts drin, außer noch weitere kleine Taschen. Aber krass, Digga. Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hier haben wir wahrscheinlich Schmink. Ah, nee. Hier haben wir Schmucke, die Schmuck. Wow. Echt Gold. Und hier haben wir eine Uhr. Mangun. Okay. Also die Frau trägt wohl nur Gold. Und jetzt, was haben wir hier? Wahrscheinlich das ganze Schminkzeug, ne? Obwohl, Hygieneartikel. Body Lotion. Okay. Paula's Choice. Ist immer eine gute Idee. Omega. Moisturizer. Oh, was? Was? Nein, oder? Oh mein Gott, das behalte ich. Und es ist, glaube ich, auch echt. Das ist fucking Baccarat Rouge. Eine halbe Digga, fast alles voll. Wisst ihr, wie viel das wert ist? 300 oder so? Oh mein Gott, Digga. Hey, das ist ja crazy. Das ist wirklich crazy. Nochmal was von Paula's Choice. Und ansonsten hier nur so diese ganzen Schminksachen, die keine Sau juckt. Ich brauche mal, ich muss auf jeden Fall mal eine weibliche Begleitung hier drin haben, damit sie sagen kann, ob sich das lohnt. Dior, okay, sieht cool aus. Hier sind Tampons drin, sehr stark, damit immer an alles gedacht ist. Und ansonsten Lippenstift, juckt keinen. Also hier irgendeine Marke. Hier ist eine Vape. Digga, soll ich mal eigentlich auch gottlos rausziehen? Nein, machen wir nicht. Machen wir nicht. Ist das überhaupt eine Vape? Ja, es ist eine Vape. Ja, Mann. Ansonsten Lippenstift und so. Crazy. Und maybe diese Louis Vuitton Bag, ne? Die man verkaufen kann. So. Ey, dieser Koffer hat sich echt gelohnt, ne? Aber das ist leider hier, ne, nicht beschriftet. Das ist wirklich echt. Das riecht so unnormal krass echt, ne? Alter, 70 Milliliter. Aber das Ding hier ist weg, ne? Oder war hier überhaupt was drauf? Oder bin ich dumm? Ich muss mal googeln. Oh, das ist wirklich nur so ein Duplikat. Also das Logo ist gleich. Der Deckel, alles gleich. Ja, das ist von Baccarat Rouge. Also diese Marke. Maison Francis. Aber ich frage mich halt, warum dieser Sticker hier fehlt, ne? Also dieses Metallding. Aber es riecht 1:1 so und ich glaube auch nicht, dass es fake ist irgendwie. Krass, Alter. Ich habe einfach das Echte. Krass, Mann. Ich würde sagen, am Ende des Tages haben sich die Koffer natürlich nicht gelohnt, außer es könnte sein, dass dieser Koffer sich gelohnt hat. Ich kann es ja mal in die Kommentare schreiben. Das war's mit dem Video. Lasst ein Like da, wenn ihr weitere Folgen sehen wollt. Und ja, Mann, abonniert den Kanal. Haut rein, ciao, ciao.